der John Sinclair Fan Podcast. Ein Podcast von Fans für Fans. Von Alexander Weisheit. Ja, hallo, liebe John Sinclair Freunde. Willkommen zum 6. Fan Podcast. Ich freue mich, euch jetzt bereits meinen 2. Fan-Podcast präsentieren zu dürfen. Und das sind die Themen in einer kurzen Übersicht. Ich habe ein ausgiebiges Interview mit Florian Hilleberg, dem Co-Autor der John Sinclair-Serie, alias Ian Rolf Hill, geführt. Dieses Interview wird den größten Teil des Podcasts einnehmen. Zum Zweiten wird es einige Kurzinfos rund um John Sinclair geben. Hier gibt es Infos über das Gruseldinner, über den offenen John Sinclair Fanclub und von der Merchandise-Seite geisterjäger.de. Da habe ich auch einige Infos für euch zusammengetragen. Als dritten Punkt habe ich eine kleine Romanvorschau für euch vorbereitet. Hier gibt es zu einigen der Romane interessante Hintergründe, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich hoffe, da ist für jeden wieder etwas Interessantes dabei. Und jetzt viel Vergnügen mit meinem 2. John Sinclair Fan Podcast. Kommen wir zuerst zum Interview mit Florian Hilleberg. Dies habe ich Ende Mai 2020 mit ihm geführt. Wir haben eine Menge geplaudert und er hat mir zu meinen Fragen gerne und ausführlich Rede und Antwort gestanden. Leider musste ich aus Platz- und Zeitmangel das Interview etwas zusammenkürzen. Hören wir doch mal, was Florian über sich und John Sinclair zu erzählen hat. Ich sitze hier mit Florian Hilleberg, dem John Sinclair Co-Autor, unter dem Pseudonym Ian Rolf Hill schreibt. Hallo Florian. Hallo Alexander. Erzähl doch erstmal was über dich, Alter, Geburtsort oder wo du wohnst. Erzähl mal, wenn du da was zu sagen möchtest. Ja, also ich wurde vor jetzt genau oder also ziemlich genau 40 Jahren geboren in Uelzen, also in der Lüneburger Heide. Da komme ich ursprünglich her. Wann bist du aus Uelzen weg? Du wohnst jetzt hier? In Göttingen. Wie lange wohnst du schon hier? Jetzt wohne ich tatsächlich auch schon 20 Jahre. Ja, also ist mein halbes Leben habe ich jetzt schon in Göttingen verbracht. Also das habe ich auch vor kurzem erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, dass das ja quasi mein halbes Leben schon ist, was mir jetzt noch nicht so vorkommt. Aber mit 20 Jahren, eigentlich schon mit 16 bin ich von zu Hause weg, habe zuerst eine Fachhochschulreife gemacht, wollte ja eigentlich Förster werden ursprünglich. Und bin dann im Zuge dessen zum Studieren nach Göttingen gekommen mit 20. Und bin dann hier hängen geblieben. Muss man Göttingen kennen? Wer es nicht kennt, gibt es irgendwas Besonderes hier? Also es ist eine relativ kleine Stadt. Das ist für mich auch immer sehr wichtig gewesen. Ich bin keine Großstadtpflanze. Also ich weiß nicht, ob ich in Berlin oder in Hamburg mich so heimisch fühlen könnte. Oder in Hannover. Oder Köln. Aber ich bin tatsächlich eigentlich, ich komme halt vom Land. Ne? Also ich bin zwar in Uelzen geboren, das ist eine Kreisstadt, und aufgewachsen aber in einem 600-Seelendorf und also mitten in der Lüneburger Heide, fast eine Stunde Fahrt von der nächsten Autobahnauffahrt entfernt, also wirklich tiefste Provinz. Und hier in Göttingen wohne ich ja auch nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb, ländlich gesehen. Genau, das konnte ich sehen bei der Anfahrt sozusagen. Also es ist schön waldig, hügelig. Ja. Ne. Kann man sich wohlfühlen. Ja. Und das ist halt auch für mich auch als Inspiration wichtig. Und und ansonsten, wie gesagt, ist Göttingen einfach als Stadt der Wissenschaft und der Universität von daher schon eigentlich immer sehr interessant. Ja. Fühlt sich wohl auf jeden Fall. Das ist Hauptsache, also dass man schreiben kann. Also was für mich da immer toll dran war, zum Beispiel, dass ich hier in der Nähe die Staats- und Universitätsbibliothek habe, die ich auch genutzt habe, jetzt zum Recherchieren zum Beispiel, über das Castel del Monte, Friedrich von Hohenstaufen. Ne, man erinnert sich düster an die dämonische Plage. Ne, da habe ich mir viele Informationen geholt. Und das ist natürlich einfach, sage ich jetzt mal, etwas, was... Klar hat man auch Bibliotheken in großen Städten, aber im Dorf wird es dann halt schon schwierig. Also es sind halt auch Informationen, die halt über das hinausgehen, was man zum Beispiel im Internet Das ist auf jeden Fall eine gute Recherche. Heutzutage geht man ins Internet, guckt da und versucht da was rauszufinden, aber gerade so Bücher in die Hand nehmen in der Bibliothek. Und es gibt halt auch viele Informationen, die man halt nicht im Internet findet. Deine Hobbys?
Da gibt es viel Comics, Bücher oder auch Filme, Grusel natürlich sowieso, Harlequin. Das sind so deine Hobbys, mit denen du dich so nebenbei beschäftigst, neben dem Schreiben? Genau, also natürlich haben sich die Grenzen mittlerweile so ein bisschen verwischt, aber ein großes Hobby ist für mich natürlich schon, sind natürlich schon auch Comics, Harley Quinn, Batman, DC vor allem, also ich bin tatsächlich eher so der DC-Fan als Marvel. Ne? Es wird ja immer so ein bisschen DC, sag ich jetzt mal, vorgeworfen, so düster zu sein, aber das ist für mich genau das, was für mich den Reiz daran ausmacht, Graphic Novels. Aber auch, ich bin aber auch ein Science-Fiction-Fan, beziehungsweise ein Space-Opera-Fan. Star Trek, ganz großes Thema bei mir. Insgesamt natürlich, also könnte man sagen, lesen. Filme interessieren mich natürlich da tatsächlich dann eher so die Gruselklassiker. Und ja, was gibt es sonst noch so an Hobbys zu erwähnen? Sport ist für mich wichtig, wobei auch so ein bisschen auch als Ausgleich, aber auch um mich fit zu halten. Also ich laufe regelmäßig. Kann man hier gut. Also wunderbar. Hier besser als in der Stadt hier. Einfach brauchst du aus der Tür rausfallen. Also es ist auch für mich tatsächlich beim Schreiben sehr wichtig, dieser Ausgleich. Also ich merke das auch immer wieder, wenn es hakt. Jetzt nicht nur, was die Ideen angeht, sondern auch bei der Umsetzung, also beim Schreiben. Und wenn ich dann rausgehe und laufe, das hilft mir wirklich sehr, den Kopf auch wieder frei zu kriegen. Ich habe noch gelesen, du lernst Russisch. Machst du das immer noch? Ich muss sagen, ich bin im Moment so ein bisschen... wie soll ich sagen, nicht desillusioniert, aber so ein bisschen, also ich versuche es, Sprache, ist schwierig einfach. Ich bin jetzt nicht sprachbegabt, muss ich dazu sagen. Ich bin nicht gut darin, Fremdsprachen zu lernen und eine Fremdsprache lernen empfiehlt sich immer, wenn man sie auch anwendet. Und ich versuche immer mal wieder so ein bisschen Russisch zu lernen oder ein paar russische Vokabeln aufzuschnappen. Also so läuft das eigentlich. Ich höre gerne russische Musik. Ich bin ein großer Fan, Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich höre gerne Linda, das ist eine russische Sängerin. Und beschäftige mich im Moment viel mit russischer Geschichte. Das ist einfach, also ich bin einfach sehr russlandaffin, so könnte man das sagen. Also es ist eher ein Fable, du hast keine Verbindung dahin, dass du sagst, oder Verwandtschaft in Russland oder irgendwas. Gar nicht. Einfach Interesse. Ne? Ja, das sieht man ja in den Romanen, du hast ja auch immer wieder einen russischen Einschlag da in den Romanen drin. Okay. Ich kann noch nicht mal genau sagen, wo das Fable herkommt. Es ist einfach da, beziehungsweise es hat sich in den letzten Jahren eigentlich herausgestellt, das ist noch nicht mal ein Fable, wo ich sagen könnte, als Kind schon, sondern das ist erst die letzten Jahre gewachsen. Ich könnte vielleicht sogar sagen, vielleicht hängt das auch tatsächlich mit den Romanen von John Sinclair zusammen, die in Russland spielen. Das hat immer eine eigene Atmosphäre gehabt, die mich sehr fasziniert hat. Was hast du damals gelernt? Ausbildung? Hast du schon was dazu gesagt? Was hast du gemacht? Ich habe angefangen, Forstwirtschaft zu studieren, habe Forstwirtschaft studiert, habe einen Abschluss und habe danach aber auch einfach aus mangelnder beruflicher Perspektive in diesem Job angefangen oder beziehungsweise habe danach eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, habe dann angefangen, in der Psychiatrie hier in Göttingen zu arbeiten, habe dort noch eine zweijährige Fachausbildung zum Fachkrankenpfleger für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht, also quasi eine fünfjährige Ausbildung. Auch guter Hintergrund für Geschichten teilweise. Also gerade dieser Zeit in der Psychiatrie, ich habe da jetzt 12 Jahre gearbeitet und wie gesagt auch die Zusatzausbildung gemacht und das ist für mich wirklich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen und auch ein sehr wichtiger Einfluss, den ich auch heute noch nutze, wenn es um Charakterisierungen angeht und auch um Backgrounds. Also medizinisch hat man da bestimmt auch noch ein paar andere Hinweise oder Hintergrund dann sehr wahrscheinlich, wie das ist. Kommt natürlich auch dazu. Also allein der medizinische Aspekt, also meine Grundausbildung ist natürlich die eines normalen, in Anführungsstrichen, Krankenpflegers. Ja. Und man hat natürlich auch in der Psychiatrie auch mit medizinischen Aspekten, mit Wundversorgung zu tun, ne? Mit, ich sage jetzt mal, da müssen ja auch Wunden genäht werden und solche Geschichten dann. Ne? Und man hat, also ne, man kann diese beiden Aspekte natürlich nie isoliert voneinander betrachten. Wenn es bei dir um Urlaub geht, was ist da so deine Priorität? Hast du Urlaub? Machst du Urlaub? Oder ist das eigentlich gar nicht so, nicht, dass du sagst, einmal im Jahr muss ich nach Mallorca? Bestimmt nicht. Aber naja, also sagen wir, also seitdem ich jetzt tatsächlich hauptsächlich schreibe, gibt es diesen Aspekt des Urlaubsmachens eigentlich nicht mehr. Ne? Also natürlich fahre ich mal weg, aber das Schreiben ist immer irgendwo dabei. Also Recherchezweck eher. Genau, so also ich fahre einmal im Jahr nach Mallorca, aber das hat tatsächlich auch den Hintergrund, dass meine Agentin auf Mallorca wohnt und also gar nicht so sehr, weil ich jetzt die Insel so wahnsinnig toll finde. Und ansonsten, wenn ich wegfahre, dann sind das immer auch, ich sag mal, immer eine Recherche. Ich war ja in der Slowakei, ne, wegen Rad Brandmal, tatsächlich erst hinterher, aber es wird wahrscheinlich auch mal wieder einen Roman geben, der in der Slowakei spielt.
Und dann war ich natürlich in Singapur. Mhm. Und da sind ja jetzt auch schon wieder zwei Romane erschienen, die also für die ich diese Erfahrung dann halt nutzen konnte. Und zuletzt war es dann natürlich St. Petersburg. Ne? Mhm. Das heißt also wirklich, du sagst, da spielt das, da fährst du hin, guckst dir das an. Oder das ist nicht so, du fährst irgendwo hin und dann sagst du, oh, darüber schreibe ich was. Also eher die erste Seite, Sache. Aber zweite passiert bestimmt auch. Eigentlich ist es in der Slowakei, in Singapur umgekehrt gewesen. Ich habe über, also bei Brandmal ist es natürlich klar, es war relativ schnell für mich offensichtlich, dass ich über die Elisabeth oder die Erzsébet Báthory schreiben möchte. Und die hat ja im Königreich Ungarn gewirkt und dazu gehörte die Slowakei ja zu der Zeit noch. Und ich wollte mir einfach die Location dann, über die ich dann geschrieben habe, ich habe mir diese Informationen ja alle aus dem Internet, aus Google Maps und so weiter geholt. Und ich wollte das einfach sehen, worüber hast du da eigentlich geschrieben. Gibt also auch mal ein ganz anderes Gefühl, auch wenn man vor Ort ist, logisch. Es war ein bisschen, also es hatte ein bisschen mit Magenzwicken zu tun, weil die Gefahr besteht natürlich, also sagen wir mal so, wenn ich über so eine Serie wie John Sinclair schreibe, da ist es natürlich zeitlich und finanziell nicht machbar, jeden Ort zu besuchen, über den man schreibt. Man ist dann einfach auf Informationen von außen, durch Internet, durch Reiseführer und so weiter angewiesen. Aber es gibt natürlich dann so Aspekte wie gerade Slowakei, wo man sagt, das liegt jetzt nicht so weit weg, das möchte ich mir vor Ort angucken. Und da juckt es natürlich in den Fingern, da mal hinzufahren. Mhm. Da hat es sich zeitlich nicht ergeben, das vorher zu machen, deswegen habe ich es hinterher gemacht. Und da war natürlich immer so ein bisschen so das Magenzwicken dabei. Hoffentlich ist es nicht ganz anders, als es man sieht. Ne? Genau. Ja. Okay. Ne? Und das war, also da war halt diese witzige Geschichte, dass halt diese Burgruine, die bei Čachtice liegt, sage ich jetzt mal, 1,5 Kilometer entfernt ist. Ne? Und ich habe aber tatsächlich die Steigung so ein bisschen unterschätzt. Ne? Es gibt diese Szene, wo sie dann zurück ins Dorf laufen. Das ist tatsächlich machbar, weil es dann von der Ruine aus ins Dorf bergab geht. Aber 1,5 Kilometer im Laufschritt ist dann schon irgendwie was anderes. Ne? Ja. Und unterschätzt man vielleicht so ein bisschen die Entfernung. Und insgesamt, und bei Singapur war es ähnlich, ich habe den Roman geschrieben aufgrund eines Wunsches eines Lesers und bei der Recherche fand ich das so faszinierend, dass ich gesagt habe, boah, es war relativ spontan da, ne, dass ich dann den Flug gebucht habe und gedacht habe, Mensch, das guckst du dir jetzt mal vor Ort an und ich war so fasziniert von Singapur, von der Kultur dort, von dieser Stadt, dass ich da halt gleich noch zwei Romane geschrieben habe. Bei St. Petersburg war das dann umgekehrt. Da stand für mich dann schon fest, dass ich einfach durch den Background von Rasputin, der ja in St. Petersburg gewirkt hat, dass da für mich klar war, bevor ich den Roman schreibe, den Zweiteiler, der demnächst erscheint, möchte ich St. Petersburg zur Abwechslung mal vorher sehen, bevor ich darüber schreibe. Damit du genau das schreiben kannst, was du da erlebt hast, sozusagen. Ja. Das wird man vielleicht im Roman ja dann sehen, feststellen. Ja. Vielleicht ist es auch tatsächlich umgekehrt der Fall, dass man sagt, wenn man irgendwo war, dass man so erschlagen ist von den Eindrücken, dass man versucht, zu viel, also man muss dann auch irgendwann anfangen auszuselektieren. Man kann denn nicht jeden Aspekt reinbringen. Hm. Man möchte ja keinen Reiseführer schreiben, sondern viele Sachen, auch gerade die ganzen Kathedralen, die ganzen Bauten, die da sind in St. Petersburg. Also da habe ich auch, da musste ich dann irgendwann noch Abstriche machen und sagen, ich kann jetzt nicht überall alles reinbringen und keine Schießerei in der Obwohl es interessant ist, alles Isaac-Kathedrale. Ja. Das sprengt dann den Rahmen sozusagen. Ja. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du mal nicht recherchierst und Zeit hast, dir einfach ein Buch zu nehmen, was liest du dann? Oder was war dein letztes Buch? Hast du sowas? Ja. Also natürlich lese ich viel zur Recherche. Also im Moment habe ich angefangen, die Kunst des Krieges zu lesen. Allerdings mehr für den Bereich Madrex. Und mein letzter Roman, den ich gelesen habe, war tatsächlich ein Star Trek-Roman, Sektion 31, Verleugnet. Also im Moment bin ich... Es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an der Stimmung, an der Lust, die man dann halt entwickelt. Beim Essen würde man sagen, welchen Jab man gerade hat. Und im Moment bin ich halt auch so ein bisschen auch durch diese Corona-Isolation da natürlich dazu gekommen. Im Moment bin ich sehr am Star Trek-Fieber und deswegen lese ich halt im Moment viel Star Trek-Romane. Aber auch gerne Sherlock Holmes. Ich bin großer Sherlock Holmes-Fan. Ja. Ich habe alle Geschichten, alle Romane von ihm gelesen, aber auch die Pastiches von ihm. Ich habe ja selber auch zwei geschrieben, drei sogar. Und ein großer Sherlock Holmes-Fan. Also ich glaube, wenn ich selber unabhängig jetzt vom selber schreiben, was ich gerne lese, ist Science-Fiction und Krimi. Hörbücher?
Hörspiele, ist da auch so? Hast du da auch was, was du gerne hörst? Oder? Ja, John Sinclair. Ja. Nein, ich höre John Sinclair tatsächlich regelmäßig und sehr gerne. Ja. Bin auch eher so der Mensch, der die inszenierte, also das inszenierte Hörspiel braucht. Ne? Also die, das Hörbuch, die Lesung, das ist für mich etwas, was ich früher als Rezensent immer gehört habe, aber auch schon nicht so gerne. Ich bin eigentlich derjenige, der lieber selber liest. Und ich finde Hörspiele eine prima Sache, wenn man irgendwie im Auto sitzt, aber mittlerweile habe ich ja kein Auto mehr. Das heißt, ich erreiche meine Ziele meistens per Bus und Bahn. Und in der Bahn, da greife ich dann doch selber zum Buch, wenn ich nicht tatsächlich dann auch in der Bahn schon schreibe. Also ja, okay. Durch das Schreiben lese ich deutlich weniger und bewusster. Du hast eben schon erzählt, wie du schon zu John Sinclair gekommen bist, ganz früh mit 9 Jahren, mit den Romanen gesehen, gelesen. Das haben wir auch schon mal gehört, immer wenn die da in den Ständern waren, ja. Durfst du die lesen und durfst du sogar dann da bleiben in dem Geschäft, in dem Kiosk oder wo das war. Ne? Ja, das war der Sparladen in Lüder, um das jetzt nochmal zu erklären. Ja. Ne, da hatten wir im Vorfeld eben nochmal drüber gesprochen. Und zwar, ich, ja, wie gesagt, als Kind war ich ja von den Titelbildern so fasziniert, dass ich dann irgendwann angefangen habe, als ich lesen konnte. Also die ersten Romane habe ich mir da noch gar nicht großartig gekauft, sondern meinen ersten Roman habe ich zur Hälfte im Laden gelesen, stehend mit dem Kopf an der Auslage gestützt, wo ich dann auch den Abdruck auf der Stirn hatte. Und irgendwann stand ich aber so ein bisschen den Leuten im Weg, sodass sie mich dann dort weggeholt haben und dann in den Pausenraum gesetzt haben und mir ein Marmeladenbrot geschmiert. Und dort durfte ich dann meinen ersten Roman lesen und habe dann die 1,80 von meinem Taschengeld geopfert und habe den gekauft. Da muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr geprägt und und ich bin ja dann irgendwann auch dazu gekommen. Also mein erster Roman war Band zu 575, Vampirgespenster. Ja. Da habe ich sehr sporadisch gelesen, wobei mir das auch egal war. Also selbst wenn ich dann irgendwann habe ich angefangen, alles zu lesen, was ich in die Finger bekommen habe. Und wenn es der zweite Teil eines Dreiteilers war. Mhm. Ich habe, vielleicht so als kleine Anekdote, ich habe Satans Trucker gelesen in der zweiten Auflage. Dann konnte ich mir aber den Zombie-Apachen nicht leisten, aber den Gnom mit den 7 Leben. Also ich habe quasi den ersten und den dritten Teil gelesen und lebe trotzdem noch. Und ne? Also da fehlt doch was. Ja, da fehlt was, aber das war mir als Kind egal. Ja. Ne? Also das war, das finde ich, und als ich den Zombie-Apachen bekommen habe, den habe ich dann irgendwann auf dem Flohmarkt oder beziehungsweise von einem Nachbarn bekommen. Und als ich den gelesen habe, habe ich auch nicht vorher den Satanstrucker nochmal gelesen. Einfach irgendwann nach Jahren. Ich habe einfach den zweiten Teil nochmal so gelesen und das hat mich eh gewundert, dass du bei unserem Gespräch eben alles noch weißt und schon Nummern und Namen sagen könntest. Irgendwie speichert man das, wenn man Interesse hat. Ist egal, wie es ist. Die Geschichte als Ganzes irgendwie im Kopf so drin. Vor allem, also das war natürlich auch als Kind, da war ich 9, als ich den Roman gelesen habe, war ich vielleicht 10 oder 11. Und das war in einer Zeit, wo ich als Kind die Sachen aufgesaugt habe wie ein Schwamm. Die Schreiberei. Du hast viel gelesen, viel geguckt. Wann hast du so angefangen zu schreiben? War das auch so eine Idee, dass du eigene Romane irgendwann schreiben wolltest oder eigene Kurzgeschichten? Hast du auch schon in der Schule angefangen? Oder? Ja, ich habe in der Schule angefangen, also schon in der Grundschule angefangen mit Fantasy-Aufsätzen. Also wir hatten Lehrer, Gott sei Dank, denen sehr daran gelegen war, die Fantasie der Schüler zu beflügeln. Und man hat uns da auch wirklich freie Hand gelassen. Und ich habe da teilweise sehr obskure Sachen geschrieben, auch Sachen geschrieben, die Lehrer so ein bisschen haben stutzen lassen. Wobei ich sagen muss, dass es ja auch mal wieder eine nette Anekdote, die ich auch schon auf einer Convention erzählt habe, dass meine Mutter in der 5. Klasse, glaube ich, zu meinem Deutschlehrer gegangen ist und gesagt hat, Mensch, der liest immer diese Heftchenromane und diese John Sinclair-Romane, das kann doch nicht gut sein. Und mein Deutschlehrer hat da tatsächlich gesagt, das ist völlig egal, was ihr Junge liest, Hauptsache er liest. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich jetzt als Kind, sage ich jetzt mal, durch Sinclair in irgendeiner Form negativ beeinflusst worden bin, sondern im Gegenteil. Mhm. Allein der moralische Standard, den John Sinclair verkörpert hat, war für mich als Kind auch immer schon wirklich als Leitfigur sehr wichtig tatsächlich. Und dann, als ich angefangen habe, Sinclair zu lesen, da gab es in der zweiten und dritten Auflage ja die Horrorstory der Woche. Und da habe ich dann als Jugendlicher angefangen, auch mal eine Kurzgeschichte zu schreiben. Im Haus der Spinnen hieß die.
Die wurde auch prompt abgelehnt und hat mich aber nicht davon abgehalten, eine zweite Geschichte zu schreiben. Und der damalige, zum Glück, der damalige Redakteur, es war, glaube ich, sogar noch Hans-Ulrich Stefan, oder ja, der hat dann auch geschrieben, ja, durchaus auch weitermachen und so weiter. Und ich habe dann meine zweite Geschichte geschrieben, Tödliche Fotos. Da war ich allerdings dann schon, ich habe es letztens erst bei Facebook gepostet. Das in der Sammler Edition Band 7. Ja, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie alt ich war. Muss 14 gewesen sein. Okay. Und da die Geschichte Tödliche Fotos, und du hast es ja eben schon gesagt, Sammler Edition Band 7, Töchter der Hölle, da ist sie dann erschienen. Genau. Ja, das war meine erste veröffentlichte Geschichte. Wurde auch Geld für verdient hast, da gab es noch Geld, ne? Da gab es noch 150 D-Mark, ne? Da konntest du noch einen Scheck einlösen. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei weitere Geschichten geschrieben und veröffentlicht in der Sammleredition. Einmal war das Die unterdrückte Bestie und die dritte Geschichte war dann, die ist in der Sammleredition Die Werwölfe von Wien erschienen, das war Vampirliebe. Ja, also das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich habe dann angefangen, für eine Seite, für eine Internetseite Rezensionen zu schreiben. Und zwar für die Seite www.gruselromane.de, die es ja immer noch gibt, aber die nicht weiter aktualisiert wird. Und da habe ich angefangen halt als Rezensent, meine ersten Erfahrungen als Rezensent gesammelt. Und dann habe ich Kontakt bekommen zum Blitz Verlag, wo dann die Larry Brent Romane ja weitergeführt worden sind. Und dort habe ich dann auch viele Sachen rezensiert. Und dann habe ich Alicia Bionna kennengelernt über den Blitz Verlag. Und die hat damals dann die Idee, ein Literaturportal ins Leben zu rufen, in Litera, das es ja jetzt mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und da im Zuge dessen sind wir dazu gekommen und haben uns auch immer unterhalten über meine Aufsätze und über meine Sammleredition. Und die hatte mich dann dazu animiert, hey, hast du nicht mal Lust, mal wieder zu schreiben? Und dann gab es eine Ausschreibung vom Schreiblust Verlag, von dem Andreas Schröter, für eine Vampir-Anthologie. Und da habe ich dann eine Geschichte eingesendet, die dann allerdings auch nicht angenommen wurde. Die gibt es aber als, die konnte man aber online, haben wir die dann benutzt für Litera. Ich habe dann auch eine kleine Online-Serie dazu geschrieben, Tod und Durstig. Und da ist dann so ein bisschen so die Leidenschaft zum Schreiben wieder erwacht. Ja, und ich habe dann im Zuge dessen für Alicia Bionna mehrere Kurzgeschichten geschrieben. Und dann kam mein erster längere Text, Die Knochenkirche. Ja, und danach ging das dann schon weiter mit John Sinclair. Ja, das war, glaube ich, der erste Roman für John Sinclair. Hast du 2015 geschrieben? 2014 habe ich ihn geschrieben, 2015 wurde er dann veröffentlicht. Ja. Du hast danach auch noch andere Sachen geschrieben. Du schreibst an mehreren Serien, Zamora, Madrax, haben wir, glaube ich, eben auch ganz kurz erzählt. Du schreibst jetzt auch für diese drei im Moment Romane, unregelmäßig vermute ich mal. Immer wieder? Also regelmäßig, unregelmäßig. Ja, genau. Ich selber schreibe natürlich regelmäßig. Genau. Ne? Und also eigentlich arbeite ich, also ich, es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich nicht schreibe, aber die sind schon extrem selten. Ne? Also ich, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form an einem Roman arbeite. Ne? Ja. Also jetzt ist natürlich ein Sinclair-Schwerpunkt. Ne? Also Sinclair ist natürlich für mich auch immer, man hat es ja eben schon gehört, für mich natürlich, ich bin damit aufgewachsen, ich kenne die Serie seit 30 Jahren. Und das ist für mich einfach, da ist natürlich, sage ich jetzt mal, schon die Verbindung, da schlägt das Herz für. Aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich mir für einen Zamora-Roman oder für einen Matrix-Roman weniger Mühe gebe. Im Gegenteil, also sie sind aufwendiger einfach dadurch, dass ich da vielleicht auch mehr Recherchearbeit betreiben muss, also was die Serie angeht. Ein Sinclair-Roman ist für mich so ein bisschen ein Heimspiel, sage ich mal. Wie inspirierst du dich? Ich meine, du hast ja ganz viele Sachen, wie gesagt, durch Recherche, durch alles Mögliche. Hast du irgendwie spezielle Sachen, wenn du jetzt irgendwas sagst, ich möchte gerne einen Vampir-Roman schreiben, irgendwie Inspiration oder irgendwie, dass du dann zurückgehst in dich, vielleicht Musik hörst oder... Ja, also inspiriert tun, also inspirieren tut mich ja alles. Ne? Also wenn man, ich finde, also es ist ja immer, also wichtig ist vor allem, dass man sich eine kindliche Fantasie bewahrt. Mhm. Also dass man einfach in der Lage ist, sage ich jetzt mal, Alltagssituationen auch dementsprechend umzudeuten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie durch den Wald gehe, dann kann mal irgendwie so ein Baumstamm zur Schlange werden oder sowas. Ne? Und das muss man, also diese Fähigkeit muss man sich erhalten. Und dann kriegt man seine Inspiration einfach überall her.
Und sei es jetzt beim Fernsehgucken irgendeine Dokumentation, ne, über Alaska, wo ich dann wusste irgendwie, boah, die Werwolfkolonie, das wäre doch cool, wenn die in Alaska sein würde. Genau. Oder National Geographic, wo ich dann Artikel gelesen habe über den Fund von Pestskeletten in der U-Bahn, also wo die eine neue U-Bahn-Station errichtet haben und haben dann diese Skelette gefunden. Und dazu ist dann zum Beispiel mein Roman Die Pestgerippe ist so entstanden. Und so greife ich und schnappe ich eigentlich alles auf. Mhm. Wenn es dann allerdings darum geht, wie du jetzt gesagt hast, ne, Mensch, ich möchte über Vampire schreiben, ne, und wo lege ich das Setting an, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher vielleicht auch mal so einen alten Hammerfilm noch mal angucken oder so. Wobei natürlich immer die Gefahr ist, dass man sich da schon zu sehr festlegen lässt. Ne? Also ich habe das ja, wenn man dann ein Exposé entwickelt, kann das auch recht schnell dazu führen, dass dann so eine Geschichte so ein bisschen ausufert. Brauchst du dann Ruhe, wenn du schreibst? Ja. Kannst du Musik hören dabei? Nein. Nein, gar nicht. Absolute Ruhe, egal. Ja, ja. Manche sagen ja, ich brauche Heavy-Metal-Musik, wenn ich Kampfszene schreibe. Ich brauche ruhige Musik, wenn ich was beschreibe, Gegende. Also ich habe das natürlich schon so, dass ich manchmal schreibe, hier, so, das ist der Soundtrack. Ja. Ne, so, aber das darf man dann halt nicht so verstehen, dass ich dann die Kopfhörer aufsetze und den Soundtrack während des Schreibens höre, sondern den höre ich tatsächlich dann eher in den Pausen. Mhm. Ne, also ich das bringt dir das Gefühl zum Schreiben eigentlich dann dazu. Ne? Ja. Also ich habe das, teilweise ist das auch erst hinterher, also ich die kleine Anekdote dazu ist der Zweiteiler, das ist ja mein erster Zweiteiler gewesen, den ich für John Sinclair geschrieben habe, Blutfehde der Bestien und der Stamm der Berserker, und zu diesem Roman habe ich mein innerer Soundtrack zu diesem Roman ist der von Speed 2, und es gibt ganze Szenen, die ich um diese Musik herum geschrieben habe. Also es gibt quasi einen Track aus diesem Soundtrack, der für die finale Schlacht genommen werden könnte. Es gibt einen Soundtrack, also einen Track aus diesem Soundtrack, den man für die Anfangssequenz nehmen könnte. Und das ist zum Beispiel für mich immer noch, wenn ich diesen Soundtrack jetzt höre, erinnere ich mich immer noch an diese Szenen, an das Schreiben, an das Feeling. Mhm. Und so passiert mir das öfter. Manchmal ist es skurril, weil die Musik thematisch überhaupt nicht passt, weil ich einfach im Moment Bock auf die Musik habe und die mich dann einfach beim Schreiben auch begleitet. Okay. Was ich mich auch manchmal frage beim Schreiben, schreibst du so einen Sinclair-Roman von vorne bis hinten runter, der Reihe nach? Ja. Oder hast du vielleicht auch mal Ideen, du hast irgendeine Idee, schreibst die aus und du weißt aber noch gar nicht, für welchen Roman die ist. Irgendwas passiert, dann legst du die weg und sagst dann nachher irgendwann mal, da habe ich mal was und das könnte ich doch weiterführen. Ja, also genau, das ist so. Das ist genau so. Ne? Also so könnte man zum Beispiel sagen, ist Der Kopf der Kreatur entstanden. Das ist ein Professor Zamora-Roman. Und da war das eigentlich tatsächlich nur so, dass ich gesagt habe, irgendwie, Mensch, so eine Idee von so einem abgeschlagenen Kopf, ne, der ein Dämon war, und dann wird er enthauptet im Mittelalter und dieser Kopf lebt aber weiter. Mhm. Der Kopf ist halt das Zentrum, ne, mit dem Gehirn. Und da wächst der Leib dann quasi dann irgendwann nach. Und das hatte ich aber nur so als Idee mir aufgeschrieben, und das so lange, bevor ich überhaupt gefragt wurde für Professor Zamora. Und ich hatte aber bei Sinclair so viele Ideen und auch Handlungsstränge, die ich ja bedienen musste. Und als ich dann gefragt wurde, für Zamora zu schreiben, und da gab es dann natürlich erst die Idee zu Grabgesang. Und dann kam mein zweiter Roman, und da habe ich dann diese Idee verwirklicht. Also es gab wirklich nicht mehr als diese Idee, abgeschlagener Kopf und Dämon wächst nach. Genau. So. Mehr gab es dazu nicht. Und da ist dann diese Idee, da habe ich die dann aufgegriffen und habe die dann verwendet. Ja. Genau, und so meinte ich das, ja. Genau, und dann gab es nicht, und da ist natürlich vielleicht nochmal ein kleiner Einschub, ist das jetzt vielleicht auch so ein bisschen off-topic, aber allein durch das Crossover ist natürlich Professor Zamora auch mit Sinclair so ein bisschen verwoben. Ist da erstmal mein erster Roman Grabgesang entstanden als Hommage, aber auch inspiriert durch den Rammstein Song Spieluhr, und den habe ich wirklich darauf so ein bisschen dann auch, also habe mich davon sehr inspirieren lassen, und so ist der entstanden. Okay. Ja, genau, während wir das hier aufnehmen, ist Ende Mai, während mein Podcast rauskommt, ist Mitte Juli, da ist genau gerade vorher der Zweiteiler, wovon wir eben gesprochen haben, erschienen. Blutige Nächte in St. Petersburg und Rasputin muss sterben. Die sind, glaube ich, gerade gelaufen. Du hast Recherche da gemacht. Gibt es da noch irgendwas Besonderes zu sagen? Ich glaube, jetzt kommen so die ersten Meinungen dazu im Internet. Ja, also man muss sagen, ich war ja schon immer, also nicht immer, aber
der Rasputin-Strang bzw. der Handlungsstrang um Rasputins Erben, den fand ich immer schon sehr faszinierend und bin da auch sehr dankbar, dass ich den quasi ja, weiter ausbauen durfte bzw. auch weiterführen durfte. Und habe ja dazu auch einige Romane schon geschrieben, also die Rasputin-Offensive und das Frankenstein-Protokoll und dann natürlich auch die beiden Romane Das untote Kind und Chandras Jagd. Und da stand eigentlich ja schon fest, dass es da ja in irgendeiner Form auch weitergehen muss. Ne? Rasputin hatte damals dann das Kometenfragment, das ja psychokinetisch wirksam ist, hatte er sich quasi unter den Nagel gerissen. Das war ja sein Anliegen. Er hatte es ja auch eingesetzt in Rückkehr in die Totenstadt. Und da war natürlich auch klar, am Ende muss es in irgendeiner Form dort weitergehen. Ne? Es war klar, dass Karina Krischin durch Matthias, also Matthias hat quasi seine alte, er hat das ja schon mal gemacht, er hat sie ja schon mal quasi vor seinen Karren gespannt und ihr die Seele gestohlen. Und dass er diesen Pakt quasi erneuert hat und da muss es in irgendeiner Form weitergehen. Und wird es Überraschungen geben? Vielleicht alle, die den Fan-Podcast hören, haben vielleicht die noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt darauf eingehen sollen. Aber also es ist schwierig zu spoilern, aber es gibt einige Überraschungen mit dem Zweiteiler. Ah, okay. Ich glaube, das kann ich schon, also es wird schon wegweisender Zweiteiler sein. Also es geht natürlich, der Titel sagt es ja auch schon, ne? Also es wird in St. Petersburg spielen und es wird auch tief in die Vergangenheit von Rasputin gehen. Also ich bin ja in St. Petersburg gewesen, ich habe dort recherchiert. Es war für mich natürlich, der Schwerpunkt lag natürlich auf Rasputin und auf die Zarenzeit. Es wird eine Verquickung geben. Also ich habe das ja schon in mehreren Romanen gemacht, dass ich ja auch zweigleisig fahre. Also es wird einen Strang geben, der in der Vergangenheit spielt, der quasi Rasputins Werdegang beschreibt. Ne? Also von seiner Kindheit bis halt zu seiner bis zu seinem Aufstieg, also bis zu seinem Tod dann natürlich auch. Und dann wird es natürlich eine Gegenwartshandlung geben, wo John Sinclair und Zuko nach St. Petersburg fliegen. Und natürlich wird auch Karina Krischin eine Rolle spielen. Und das Ganze wird dann auf ein Finale hinauslaufen. Und dieser Zweiteiler ist schon sehr wegweisend. Also es werden schon einige Besonderheiten dort passieren. Also ohne da jetzt, sag ich mal, weiter ins Detail gehen zu können. Also man kann gespannt sein. Die gelesen haben, wissen Bescheid. Und die anderen können sich drauf freuen, sozusagen. Genau. Ich hoffe mal. Ja. Ne? Also, In meiner Vorschau im Fan-Podcast werden wir sehen, dass du noch einige weitere Romane jetzt hast bis September. Der nächste, also übernächste nach dem Podcast im Sumpf, der Leichenfresser, der hat auch so eine kleine Anekdote als Hintergrundgeschichte. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Es gab, glaube ich, irgendwie ein Gespräch, Talk bei Facebook darüber. Genau, also das Ganze, also das ist vielleicht auch ein schöner Roman, ein schönes Beispiel, wie so ein Roman entstehen kann. Ja. Ja, also in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich bei Facebook gepostet habe, dass ich gerade den Film geguckt hatte, Lorelei's Grasp heißt er, glaube ich, und zwar Die Bestie im Mädchenpensionat. Und ein Freund von Facebook, den auch die Sinclair-Leser, sage ich mal, mittlerweile alle kennen sollten, auf jeden Fall. Er war nämlich auf der letzten Sinclair-Convention dabei. Und zwar hat er Jason Dark ein Geschenk überreicht. Mhm. Das ist der Heiko Bender, den ich auch ganz herzlich grüße an dieser Stelle. Und der hatte dann, also ne, wir kamen dann da irgendwie ins Diskutieren und ins im Reden und ins, ich würde jetzt mal fast sagen, so ein bisschen ins Schwafeln. Nicht nur mit dem Heiko Bender, auch mit dem Michael Breuer. Und der Heiko Bender hatte dann aber so die Idee, irgendwie, Mensch, wäre das nicht mal eine Idee für einen Sinclair-Roman? Ne? Wobei man natürlich sagen muss, dass Lorelei's Grasp natürlich ein sehr trashiger 70er-Jahre-Horrorfilm ist. Ne? Und der Titel Mädchenpensionat, ne, der assoziiert natürlich auch so ein bisschen, dass es da ja ein bisschen schlüpfriger zugeht, wobei weitaus weniger, als man vielleicht denken könnte. Also es ist jetzt kein Exploitation-Film oder sowas, aber er ist schon sehr, sehr trashig. Ne? Und der Hauptdarsteller ist ich glaube, der heißt Tony Kendall, ne? Den kennt man vielleicht als Kommissar X. Und das ist halt, ne? Also wenn man so frühere Heftromane aus den 70ern kennt, dann weiß man schon, wo sich die Herren Autoren sich so manchmal haben inspirieren lassen. Und naja, und auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja Mensch, das wäre doch mal eine Idee für einen Roman. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ja, warum nicht?
Und Britta hatte dann auch gesagt, ja, mach mal, aber es sollte halt nicht zu, wie hatte sie das denn formuliert? Ich weiß nicht, hat sie nicht schlüpfrig genannt, aber es sollte schon ein bisschen seriöser sein, so. Und da habe ich mich natürlich auch dran gehalten, wobei ich sagen muss, dass das Exposé war schon etwas, ich sage jetzt mal, plakativer, als der Roman letztendlich geworden ist. Also der Roman hat ja dann doch eine etwas andere Richtung eingenommen, auch ein etwas ernsteres Thema. Es geht dann tatsächlich auch um Menschenhandel und hat auch, sage ich jetzt mal, nicht ganz so ein Happy End, wie man es vielleicht vom typischen Heftroman der 70er Jahre erwarten würde, sondern aber es war für mich wichtig, dass es ein Einzelroman ist und der spielt in Polen, auch in einem Sumpfgebiet, deswegen natürlich auch im Sumpf der Leichenfresser. Es wird allerdings dort schon, sage ich mal, also es kommt natürlich ein Mädchenpensionat drin vor, also eine Mädchenschule. Und dort tauchen dann diese namensgebenden oder die titelgebenden Leichenfresser auf, aber vielleicht auch in einer etwas anderen Form, als man es erwartet. Auf jeden Fall interessanter Hintergrund sozusagen, vom Mädchenpensionat zum Leichenfresser. Ja, ist auch mal immer schön zu wissen, wie sowas entsteht, wie man schon sagte, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, wie fannah bist du? Du beantwortest Fragen, machst Werkstattberichte, gehst dann auch auf die Fragen der Leser, wie gesagt, ein, der gibst Einblick in deine Arbeiten. Wie war das auf der Convention? Findest du das gut, wenn die Fans dich ansprechen und du denen Rede und Antwort stehst? Oder sagst du einfach, ich schreibe, ich beantworte auch gerne, muss aber nicht mich so präsent machen? Oder? Also die Conventions, muss ich sagen, die haben mir einen Riesenspaß gemacht. Also ich den persönlichen Kontakt zu Lesern oder zu Fans, den mag ich sehr. Also ich finde das eigentlich immer toll, wenn man so auch ins Gespräch kommt, auch so ein bisschen fachsimpeln kann. Es geht jetzt natürlich nicht, also was ich natürlich nicht kann, aber in dem Sinne natürlich auch nicht möchte. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht, also ich kann jetzt natürlich nicht über Interna sprechen oder jetzt auch irgendwie, sag ich jetzt mal, irgendwie spoilern oder sowas. Ne? Wobei ich dann natürlich Diskussion spannender finde, wenn es um so Sachen geht wie jetzt aktuell, ging es ja um die Geschichte mit Denise Curtis, die auf der Insel, auf Lykons Insel, dann ja einen Einsatztrupp des Militärs aufgerieben hat und dann von John Sinclair gestellt wurde und wo es dann darum ging, warum er sie nicht vernichtet hat und so. Und das sind natürlich schon Fragen, wo ich finde, die sind durchaus diskussionswürdig, wobei ich finde, dass es da natürlich keine klare Antwort geben kann, weil John Sinclair natürlich auch Grundsätze hat, die er einhalten muss und die ich auch möchte, dass er die einhält. Ne? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass John Sinclair durchaus auch ein moralischer Kompass sein kann und da finde ich dann schon wichtig, dass John Sinclair nicht, also dass klar wird, dass John Sinclair kein Hardliner ist, was vielleicht manchmal gerade heutzutage so ein bisschen anders, so in Serien anders dargestellt wird, aber umso wichtiger finde ich, dass es immer noch so, sag ich mal, Heldentypen gibt wie John Sinclair, die sagen, ich habe meine Prinzipien und daran halte ich fest. Ich glaube aber, und das ist ja auch dieser Erfolg dabei, der Oberinspektor, der Polizist gewinnt nie Oberhand über die menschliche Seite und das macht ihn ja in dem Sinne wieder besonders. Ne? Mhm. Also er ist ja kein Mensch, der seinen Beruf, sag ich mal, über die Sache stellt. Ja. Am Anfang hat man schon gesagt, in dem Jahresrückblick vom offenen John Sinclair Fanclub von 2019, da gab es die Auflistung, wer wie viel Romane schreibt. Da warst du mit 19 an der Spitze, dicht gefolgt von Jason Dark mit 16. Und dann kamen, glaube ich, 9er, 7er von den anderen Autoren. Das heißt, du bist eigentlich der 2019 gewesen, ich schätze mal 2020 auch, der die meisten Romane im Jahr schreibt. Das spaltet natürlich auch die Meinungen der Leser. Wie gesagt, es gibt gute Kommentare, manche sagen, es ist kacke, manche sagen, es ist sehr gut, es gibt sehr viele positive Sachen. Mhm. Klar, bei so viel spaltet man einfach. Mhm. Wie stehst du dazu? Willst du da irgendwas zu sagen, dass du jetzt auch, Anfeindungen will ich jetzt nicht sagen, aber es hört sich immer so blöd an. Aber die sagen dann schon, ja, ist doch, gefällt mir nicht so. Klar, jeder darf seine Meinung haben. Ne? Also sagen wir mal so, Anfeindungen, also es gab schon, sage ich jetzt mal, kritische Kommentare, sage ich jetzt mal, auch natürlich über Facebook, auch vereinzelt über Mails.
Und es gibt natürlich auch, also es gab eine, sag ich mal, explizite Anfeindung, die ich dann halt persönlich bekommen habe, die ich dann aber, ne, wo ich dann halt ganz klar gesagt habe, okay, ne, da muss ich dann halt wirklich ganz klar sagen, also da muss ich mich von abgrenzen, da muss ich dann auch tatsächlich dann... Das geht ja auch zu weit. Also. Genau, und da muss ich dann auch sagen, das muss ich dann blockieren. Ne? Also natürlich hat jeder so seine freie Meinungsäußerung, die kann er auch, sag ich mal, in bestimmten Facebook-Gruppen oder auch in Foren äußern. Er kann dann aber nicht erwarten, dass ich dazu Stellung nehme. Mhm. Ne? Das heißt, ich bin natürlich über mehrere Kanäle erreichbar, über die Leserseite, ich bin über per E-Mail erreichbar, ich bin über Facebook erreichbar. Ich kann natürlich aber nicht stundenlange Diskussionen führen und ich sehe auch nicht meine Aufgabe darin, mich zu erklären. Ja. Also mein Roman steht für sich und er spricht für sich. Und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden. Na, aber ich kann jetzt nicht jede Meinung umsetzen oder nur weil einer der Meinung ist, ja, John Sinclair hätte aber so reagieren müssen, kann ich darauf nicht eingehen. Also ja. Das heißt, der John Sinclair, ich muss mich einfach erstmal an die Figur halten, das ist klar, sie muss kohärent sein, sie muss glaubhaft sein. Aber diese Serie hat natürlich ein paar bestimmte Funktionsweisen und so wie sie funktioniert. Und das und wenn ich einen Roman schreibe und ich reiche ein Exposé ein bei Vastai und der, dieses Exposé wird abgesegnet, dann ist das für mich okay. Ne, dann weiß ich, ich kann das und das machen oder ich kann das und das nicht machen. Und da kann ich nicht, da werde ich nicht mich nicht für rechtfertigen. Aber wenn mich natürlich jemand anschreibt und sagt irgendwie, ne, wie zum Beispiel jetzt mit dieser Geschichte mit Denise, wo ich schon dann natürlich sage, das und das ist meine Beweggründe, ne, das mache ich dann aber natürlich hauptsächlich, das mache ich dann natürlich auch öffentlich auf der Leserseite und stelle das aber auch gerne zur Diskussion. Mhm. Ne, aber ohne, dass ich jetzt sagen kann, ich muss jetzt quasi mich überall jetzt tummeln, also das kann ich auch einfach nicht. Ja. Dafür bin ich halt einfach auch als Autor, der das mittlerweile ja einfach auch als Beruf ausübt, habe ich dafür nicht die Zeit, mich überall, sage ich mal, mit einzelnen Lesermeinungen auseinanderzusetzen. Da wird natürlich schon geguckt, irgendwie, ja, ne, was macht denn der Hilleberg da wieder? Ne? Ja. Oder was natürlich auch dann manchmal kommt, ist, wenn man dann halt sieht, okay, 19 Romane habe ich geschrieben, ne, dann heißt es wieder, entweder der reißt die Serie an sich. Oder was macht er denn da schon wieder mit dem Handlungsstrang XY oder so? Und da muss ich dann ganz klar sagen, also, sorry, aber das kann ich mir, diesen Schuh kann ich mir nicht anziehen, weil, wie gesagt, ich. Also ich zwinge den Verlag ja nicht, meine Romane zu veröffentlichen. Ich zwinge den Verlag auch nicht dazu, hier, ich möchte gern zwei Teile über Rasputin schreiben, also nimm ihn. Sondern ich reiche meine Ideen ein und die werden angenommen. Und es sind ja auch genauso viele Ideen, nicht genauso viele, aber es sind ja auch schon einige Sachen, die dann abgelehnt worden sind. Und das muss ich ja, dann dementsprechend... Sieht man als Leser natürlich auch nicht. Ne? Genau, sondern da wird natürlich immer nur geguckt und dann wird natürlich so spekuliert. Und da, wie gesagt, haben sich so ein bisschen so diese Lager gebildet und was ich persönlich sehr schade finde, weil ich finde, wir sind ja alle Fans der Serie und auch wir Autoren und das ist wichtig, glaube ich. Es ist wichtig zu sagen, okay, ich bin Fan von John Sinclair und nicht, also ich persönlich finde es immer so ein bisschen schwierig, auch was mich angeht. Ich finde es natürlich schön, ich finde es total toll, wenn Leser mir schreiben, hier, ich habe den Roman total toll gefunden. Ich mag die Figur XY. Ich bin Fan von Denise. Ich bin Fan von Lykaon. Das finde ich toll. Ein bisschen schwieriger finde ich es tatsächlich, wenn man sagt, ich bin Fan von Ian Roy Phil. Das ist natürlich einerseits natürlich, sage ich jetzt mal, eine Wertschätzung für mich als Autor. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also das ist immer etwas, wo ich so ein bisschen schwer mit umgehen kann. Weil man kennt dich ja eigentlich nicht. Man kennt dich nur als Autor. Genau. In dem Sinne, man lernt dich kennen mit dem Roman. Dann kann man den Ian Roy Phil nicht kennen, weil du bist ja Florian eigentlich. Ja, gut, da könnte man jetzt vielleicht noch sagen, man ist Fan von Ian Roy Phil, aber nicht Fan von Florian Hilleberg. aber trotzdem ist es ja, trotzdem sehe ich mich eigentlich eher als Autor einer Serie. Ja. Einer Serie natürlich, wo ich viel beisteuere, aber es ist ja nicht meine Intention, da irgendjemanden zu verdrängen oder sowas. Ja. Ne? Also ich schreibe viel und die Romane werden dann eingeplant. Aber es ist natürlich auch schon so, dass gesagt wird, ja, wir haben im Moment halt viele Romane, schreibt doch erstmal für die anderen Serien. Also ich habe jetzt quasi im Mai nur Zamora-Romane geschrieben.
Und habe auch im Moment viel Mad Rex geschrieben. Und das kommt natürlich auch vor. Also es ist, also ich schreibe halt nicht für Sinclair. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich, also das ist auch vielleicht etwas, was das, was ich vielleicht so ein bisschen auch nochmal klarstellen möchte. Ich habe nicht die Absicht, irgendwie Sinclair an mich zu reißen oder da irgendwie die Weltherrschaft von Sinclair. oder da zum, also ich bin auch nicht der Hauptautor bei Sinclair oder so und ich bin auch nicht der Chefautor bei Sinclair und das ist vielleicht nochmal etwas, ne? Ich bin eine Autorin von vielen und ich bin momentan der Autor, der dort am meisten beisteuert. Und ich bin froh, für Sinclair so viel machen zu können, aber auch das ist ja auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ne? Ja, von meinen Fragen war es das jetzt schon fast wieder. Die Stunde ist rum. Ich meine, ich habe keine Stunde geplant. Willst du noch irgendwas den Lesern sagen? Hast du noch irgendwas? Dein Schlusswort war ja schon sehr prägnant. Und wichtig. Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass ich mich erstmal ganz herzlich bedanke für die Lesetreue, also vielleicht auch stellvertretend für meine Kollegen, ne, dass die weiterhin Sinclair die Treue halten. Ne? Also gerade für diejenigen, die sagen, hey, das ist mir völlig egal, wer den Roman geschrieben hat. Vielleicht hat man so seinen Favoriten innerlich, ne? Aber in erster Linie sind wir alle Sinclair-Fans. Und ich glaube, wir können alle froh und dankbar sein für diese Serie und dass es die auch immer noch gibt, dass es sie überhaupt gibt, ne, was wir tatsächlich ja Jason Dark zu verdanken haben. Und und auch wenn uns ein Roman mal nicht gefällt, ne, dass wir trotzdem einfach dieser Figur und dieser Serie die Treue halten. Und ich glaube, das ist wichtig. Ne, das sehe ich auch so. Also. Da muss ich mich einfach noch mal ganz herzlich bei den Fans bedanken. Und natürlich kann man nicht auf jede Meinung eingehen. Aber wichtig ist natürlich auch, dass man sich manche Sachen, also ne, trotzdem natürlich man sich auch Gedanken macht. Ne? Also wenn man eine Rezension liest oder einen Brief oder sowas, ne, dann ist das nichts, was irgendwie völlig komplett an einem vorbeigeht oder ignoriert wird oder sowas, ne? Auch wenn man vielleicht nicht explizit auf alles eingeht. Aber trotzdem ist das natürlich etwas, was einen zu nachdenken bringt. Ne? Und wir sind alle nicht frei von Fehlern und so weiter. Ne? Und das heißt, wir lernen natürlich auch aus unseren Fehlern. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass natürlich so etwas wie der Werwolfstrang oder sowas, auch in der Art, wie er dann umgesetzt wurde, auch mit der, ich sag jetzt mal, das ist ja schon relativ episch aufgebaut worden und auch mit der mit den Schlachten und so weiter, ne, dass das natürlich nicht jedermanns Geschmack trifft und das soll vielleicht auch nochmal klar werden, dass das jetzt auch nicht, sag ich jetzt mal, der Tenor wird, in die Serie gehen soll. Ne? Okay. Wobei man auch klar sagen muss, ne, ich bin natürlich auch quasi als Teil der Next Generation so ein bisschen dazu verpflichtet oder auch angehalten, dass ich sagen muss, ich muss natürlich, einerseits möchte ich es natürlich auch den alten Fans recht machen, den Nostalgikern, aber ich muss auch gucken, dass ich natürlich auch eine gewisse Modernität mit reinbringe. Ne? Also der das hatten wir eben auch schon gesagt. Ne? Ja. Jason Dark selbst hat es ja auch gesagt, so eine Serie muss sich entwickeln. Ne? Ja. Und Figuren wie der Schwarze Tod oder Asmodina, die passen nur noch bedingt in die heutige Zeit. Und das ist halt etwas, dem man auch Rechnung tragen muss. Ja. Ja, ich danke dir ganz recht herzlich, Florian, für deine Ehrlichkeit, für deine Worte, für dein Interview mit mir. Ich wünsche dir noch viel Glück für deinen weiteren Werdegang in John Sinclair und deinen anderen Projekten, danke, die du alle so hast. Und dann bis demnächst mal. Ja, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke, dass du den Weg hier, also den Weg auf dich hier genommen hast. Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, wir herzlichen Dank. Und wir lesen dich. Ja. Danke dir. Ciao. Tschüss. Vielen Dank nochmals für deinen interessanten und spannenden Einblick, lieber Florian. Seit einiger Zeit gibt es ja eine John Sinclair Grusel-Dinner-Show. Ich hatte für Mitte Ende April Karten für diese Veranstaltung, die ja leider wegen Corona abgesagt wurde, wie viele andere Veranstaltungen auch. Da habe ich mich einfach mal an die Veranstalter gewendet und gefragt, ob sie schon eine Info haben, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und dazu habe ich einen netten kleinen Brief bekommen, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Hier schreibt mir Michael Schauer aus dem Gruseldinner-Team: Liebe John Sinclair-Fans, gegen den Coronavirus kann leider auch der Geisterjäger nichts ausrichten.
In den vergangenen Wochen mussten viele unserer Gruseldinner, darunter auch die Geisterjäger John Sinclair Shows, ausfallen. Jetzt haben wir eh erstmal Sommerpause und alle Vampire ruhen in der Gruft. Ab September geht's dann hoffentlich schaurig schön und ganz regulär weiter. Tickets für unsere Shows in ganz Deutschland könnt ihr auf www.gruseldinner.de kaufen. Und wenn ihr euch jetzt noch nicht auf einen Termin festlegen wollt, sind natürlich auch Gutscheine möglich. Lady X und Gesellen wünschen euch trotz allem einen schönen Sommer. Wir hoffen, euch ab Herbst wiederzusehen. Bleibt weißmagisch, euer Gruseldinner-Team Michael Schauer. Ich bin schon sehr gespannt auf das John Sinclair Gruseldinner. Meine Karten sind jetzt für November gültig. Warten wir mal ab, ob es dahin alles läuft, wie wir uns das vorstellen. Das zweite Magazin des offenen John Sinclair Fanclubs wird wohl noch dieses Jahr erscheinen. Geplant ist Oktober, spätestens zu Halloween. Schaut doch in der Zwischenzeit mal auf ihre Homepage unter www.ojsfc.de, findet ihr einige Neuigkeiten, die ihr als Fans von John Sinclair sicher interessant findet. Oder habt ihr schon mal deren YouTube-Kanal gesehen? Hier gibt es ein paar liebevolle Videos unter anderem zur zweiten John Sinclair Convention oder den Rückblick auf das John Sinclair Jahr 2019. Es lohnt sich. Wer neben den John Sinclair Romanen und den CDs noch weitere Merchandise-Sachen sammelt, ist auf der Seite von Jörn Brohm und seinem Team www.dergeisterjäger.de genau richtig. Hier findet ihr ein großes Sortiment rund um John Sinclair. Aktuell gibt es dort Baumwollmasken mit dem John Sinclair-Schriftzug. Auch bei den Sammelfiguren tut sich einiges. Dort findet ihr auch liebevoll in Handarbeit gestaltete Sammlerfiguren aus dem John Sinclair-Kosmos. Im Frühjahr 2020 erst ist Marek der Pfähler erschienen. Und im Spätsommer diesen Jahres wird voraussichtlich Myxin als Figur herauskommen. Für 2021 sind weitere Figuren in Planung. Hier wird es ein Distero-Diorama geben. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine Distero-Figur, sondern sie ist in Szene gesetzt. Und zwar mit einem Galgen nach der Vorlage eines Romans. Außerdem sind weitere Freunde von John geplant. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch alles auf uns zukommt. Außerdem hat mir Jörn Brohm in unserem Gespräch noch verraten, dass ein Comic zu dem Paperback Hexenküsse geplant war. Leider hat das doch den finanziellen Rahmen gesprengt, sodass dieses Comic nicht komplett zustande kommen wird. Es gibt aber wohl 4 Seiten, die schon gemalt sind und die als Sonderdruck erscheinen werden. Halten wir also hier einmal die Augen offen, was sich da in nächster Zeit auf www.dergeisterjäger.de tut. Auch hier gibt es einen YouTube-Kanal, auf dem ihr kurze, selbst erstellte Sinclair-Filme sehen könnt. Man erkennt, mit wie viel Liebe sie gespielt, gedreht und zusammengeschnitten sind. Kommen wir nun zur Vorschau auf die nächsten John Sinclair-Romane. Der nächste Roman wird am 14.07.2020 erscheinen. Es ist Band 2192 und heißt Die grausame Greta, geschrieben von Jason Dark. Wie zu vielen Romanen von Jason Dark gibt es auch hierzu eine kleine Anekdote, wie uns Romanheftlektorin Britta Künkel erzählen kann. Ja, der Roman Die grausame Greta hat tatsächlich einen ganz witzigen Hintergrund. Es ist ja so, dass Jason Dark sich oft vom Leben inspirieren lässt. Und bei der Greta war es so, dass die Idee für den Roman, beziehungsweise für die Figur, ja, im Prinzip durch meine Schuhe entstanden ist. Also wir haben uns ja letztes Jahr auf der Sinclair Night getroffen, die bei uns im Verlag stattgefunden hat. Und da hatte ich rote Schuhe an und dazu so eine bunte Strumpfhose. Und als Jason Dark mich da gesehen hat, meinte er, oh, das sieht so cool aus, da habe ich doch gleich eine Romanidee. Ja, und so war ich dann so ein bisschen Inspiration für die Figur der grausamen Greta. Und ja, so ist das Ganze irgendwie entstanden. Also ja, ich nehme das übrigens auch nicht übel, dass ich da die Vorlage für die böse Figur war. Also Greta ist natürlich die Gegnerin für John in dem Roman.
Aber ich meine, hallo, das, die Inspiration für die Hauptfigur in einem John Sinclair-Roman zu sein, das ist natürlich schon eine gewisse Ehre. Und ja, außerdem beschreibt Jason Dark Greta auch als sehr hübsch. Also von daher ist er ja immer doch sehr charmant. Hier noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Roman. Die junge Frau mit den blonden Haaren trug eine rote Lederjacke, einen schwarzen, recht kurzen Rock, dazu bunte Leggings, in denen die Farbe rot überwog, und dazu rote Stiefel, die bis über die Knöchel reichten. Es heißt, dass man Menschen nicht ansieht, ob sie Täterinnen sind oder nicht. Das traf zu, denn die Frau mit dem Messer in der Hand hatte ein hübsches Gesicht mit hellen Augen. Sie sagte nichts, aber lächelte schwach. Am 21.07.2020 erscheint Band 2193 im Sumpf der Leichenfresser von Ian Rolf Hill. Wie die Idee zu diesem Roman entstand, hat uns Florian Hilleberg ja in dem Interview erzählt. Wie aus einer nicht ganz ernst gemeinten Facebook-Unterhaltung mit Sprüchen wie »Da müsste man mal einen Roman draus machen« oder »Wann kommt denn dein Roman dazu?« ein seriöser Roman geworden ist, könnt ihr dann am 21.07.2020 im Sumpf der Leichenfresser nachlesen. Am 28.07.2020 erscheint Band 2194 im Tempel der verlorenen Seelen von Rafael Marquez. Hierauf kann man sich besonders freuen, denn man erfährt mehr über den geheimnisvollen Nathaniel Decker. Am 4.8.2020 erscheint Band 2195 »Der Tod kam auf 1000 Beinen« von Ian Rolf Hill. Als Anmerkung von Romanheftlektorin Britta Künkel: Dieser Roman ist nichts für Leute mit Spinnenphobie. Sie selbst hat panische Angst vor Spinnen, konnte den Roman aber gar nicht zur Seite legen, weil er so gut geschrieben ist. Am 11.8.2020 erscheint dann Band 2196 »Schlangenterror« von Jason Dark. Am 18.08.2020 erscheint Band 2197 »Invasion der Knöchernen« von Ian Rolf Hill. Am 25.08.2020 erscheint Band 2198 »Carlottas Horrortrip«, ebenfalls von Ian Rolf Hill. Mit den Bänden 2199 und 2200 haben wir einen Zweiteiler von Mark Freund, der dieses kleine Jubiläum beschließt. Der erste Teil erscheint am 01.09.2020, »Der Gejagte der Hölle«. Der zweite Teil am 08.09.2020, »Wo das Böse sich erhebt«. In dem kleinen Jubiläums-Zweiteiler geht es um Delray Doom. Die Titelbilder zu den Romanen hat Timo Würz gemalt. Am 15.09.2020 erscheint »In schwarzer Tiefe«. Ich freue mich wirklich, euch mit Band 2201 eine große Besonderheit in der John-Sinclair-Geschichte präsentieren zu können. Der Gastroman »In schwarzer Tiefe« ist von Marlene Klein geschrieben worden. Der erste John-Sinclair-Roman in der über 2000 Romane langen Geschichte, der komplett von einer Frau erdacht und verfasst wurde. Das wurde aber auch mal langsam Zeit. Marlene Klein ist 1975 geboren und wohnt in der hessischen Wetterau. Seit ihrer Schulzeit liest sie bereits John Sinclair mit kleinen Unterbrechungen. Spätestens die erste John Sinclair Convention hat ihren Wunsch, einen eigenen Roman mit ihrem Lieblingshelden zu schreiben, beflügelt. Nach einigen eingesandten Texten und veröffentlichten Kurzgeschichten hat es in schwarzer Tiefe jetzt endlich geschafft. Die Idee zum Roman und besonders zu dem Gegner trug Marlene schon Ewigkeiten mit sich herum. Die Örtlichkeiten rund um den Bodensee, in denen die Geschichte spielt, ergaben sich aus einem ihrer Urlaube. Marlene hat ihre persönlichen Eindrücke, die historischen Fakten, teils aus Recherche im Internet und dem Pfahlbaumuseum in Uldingen, mit schriftstellerischer Freiheit zu einer spannenden Geschichte zurechtgebogen. So viel sei noch gesagt. Da ist etwas, da unten im See, ganz tief unten, wo kein Licht mehr hindringt und alles um dich herum nur noch schwarz ist. Du bist doch nicht allein. Seien wir also gespannt auf Mitte September, wenn unser Held John Sinclair von weiblicher Hand durch einen Fall geführt wird. Freut euch auf Band 2201 »In schwarzer Tiefe« von Marlene Klein.
Da sind wir auch schon wieder am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe, er hat euch gefallen und über eure Kommentare und Reaktionen würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hören wir uns ja noch einmal wieder. Bis dahin bleibt gesund. Gruselige Grüße, euer Alexander Weisheit. Der John Sinclair Fan Podcast.